Wir werden gefördert von der Wirtschaftsagentur Wien. Wir werden unterstützt von Acolono, Acquia, Tronomics, ProPeople, Knallgrau, WebShapers und Sensations. Na gut, dann beginnen wir mit dem zweiten Teil von Sitebuilding. Kurz zum... Danke. Kurz zur Wiederholung, in der letzten Session haben wir Inhaltstypen erstellt, Felder konfiguriert, mit Views einen Blog konfiguriert und sozusagen unsere Seite mal so hingebaut, wie wir sie gerne hätten. Was jetzt interessant wird und meiner Meinung nach das wichtigste und beste Feature von Drupal 8, was jetzt neu ist, wir werden jetzt unsere Konfiguration ins Live-System übertragen. Das heißt, wie ich schon am Anfang der Session vorher erwähnt habe, wir installieren grundsätzlich die Seite einmal ohne Funktion am Live-System, klonen sie in unser Development-System, führen dort die ganzen Schritte durch, die wir brauchen, um die Seite zusammenzubauen, wie wir sie haben möchten. Und dann kommt es zu dem kritischen Punkt, wo wir diese Konfiguration wieder ins Live-System übertragen wollen. Bisher oder auch noch immer in sehr vielen Systemen funktioniert das dann so, dass man gleich die ganze Datenbank und die Files raufkopiert. Und damit dann letztendlich das komplette Live-System überschreibt. Das ist natürlich ein sehr großes Problem, wenn man jetzt zum Beispiel nur eine Veränderung wieder deployen möchte und vielleicht die eigentliche Seite schon in Betrieb ist und die Inhalte dort natürlich nicht überschrieben werden sollten. In Drupal 7 gab es dazu ein Zusatzmodul namens Features, mit dem man Konfiguration in Code exportieren konnte, dann diesen Code auf den Server spielen und dort dann wiederum auf diese Veränderungen ins System einspielen, ohne die tatsächlichen Inhalte zu verändern. Features hat aber seine Macken gehabt und hatte seine Berechtigung, ist jetzt in Drupal 8 aber nicht mehr notwendig, denn jetzt gibt es dann kurz genannt CMI, oder die Configuration Management Initiative, die es einfach möglich macht, Konfiguration wie zum Beispiel Inhaltstypen, Felder, Views, Blöcke und so weiter in einfache Dateien zu exportieren und in eine andere Seite wieder zu importieren. Und genau das machen wir jetzt. Dazu müssen wir, hast du jetzt schon das Modul aktiviert? Ja. Okay, unter, vielleicht zeigen wir das noch kurz vorher, das ist nämlich in Standard, nicht standardmäßig aktiv, in Manage Module oder Extend nennt sich das jetzt, kann man Drupal-Module aktivieren, die schon in der Codebase liegen. Es sind nicht alle mitgelieferten Module standardmäßig aktiv. Und hier gibt es den Configuration Manager. Das ist einfach ein Interface, um Seitenkonfiguration zu exportieren und zu importieren. Und das, dann findet sich ein neuer Punkt unter Konfiguration, Configuration Management. Genau, und dort sieht man mal grundsätzlich, das ist die Konfiguration, die momentan auf meiner Seite verändert wurde. Und diese möchte ich jetzt zum Beispiel einen Full Export machen. Das heißt, ich möchte, man könnte unter Single Import Export nur einzelne Teile exportieren. Zum Beispiel, ich möchte nur die Konfiguration für eine View herausnehmen und woanders wieder einspielen. Oder in unserem Fall, ich mache einfach einen Full Export. Ich klicke auf den Tab Export. Jetzt könnte ich hier, wie bereits erwähnt, einen Export einzelner Konfigurationen vornehmen oder, wie wir es in diesem Fall vorhaben, die gesamte Seite einmal exportieren. Das habe ich ja gesagt. Ich habe es, war nur in einem falschen User-Interface noch. Achso, stimmt. Das Interface ist natürlich etwas langsam, da es die gesamte Seite eben nach diesen Konfigurationen abfragt in dem Moment. Und jetzt wird mir aber hier angeboten, eben die Konfiguration zu exportieren. Und wir haben jetzt ein config tar gzip File bekommen. Und jetzt schauen wir auf unsere Live-Seite. Das ist eine zweite Seite, die wir vor der Präsentation parallel zu der Seite, die wir aktuell am Laufen haben, auf der wir unsere Inhaltstypen erstellt haben, aufgesetzt haben. Wenn wir jetzt hier nochmal einmal kurz, bevor wir den Zaubertrick durchführen, zeigen,
dieser Inhaltstyp Bewertung, den wir vorhin angelegt haben, der ist auf dieser Seite noch nicht vorhanden. Das heißt, das ist jetzt im Moment nur Standardprofil installiert, nach dem Installationsprozess. Und auf dieser Seite gehen wir jetzt auf Full Import und suchen unsere heruntergeladene Datei. Abracadabra. Und die Konfiguration wurde importiert. Ja, bitte? Exportieren und importiert auch dann Module mit, oder? Nein. Die Frage war, ob auch Module mit exportiert werden. Es wird kein Code exportiert, sondern diese Config-GZIP-Datei, ein Error occurred, ist passiert, enthält in Wirklichkeit rein nur Informationen über die Konfiguration. Das sind eigentlich auch lesbare YAML-Files, YML-Konfiguration, wo man jetzt auch, wenn man möchte, manuell etwas verändern könnte, wenn man genau weiß, was man tut. Die Frage lässt sich aber auch halt mit einem Ja beantworten, denn der Status von Modulen, ob sie aktiviert oder deaktiviert sind, der wird sehr wohl mit exportiert. Das Modul selber muss natürlich parallel dann auf dem Server eingespielt werden. Also es sind nur Informationen, die ansonsten nur in der Datenbank zugänglich werden und jetzt nicht einfach migrierbar werden, werden in den Export gepackt. Versuchen wir es nochmal, es ist gerade ein Fehler aufgetreten, wie wir gesehen haben. Ja, wir befinden uns nach wie vor in Beta oder erst seit kurzem. Frage. Ja? Keine Inhalte. Benutzer selber sind Inhalte. Die Frage war, werden Benutzerinformationen ebenfalls mit exportiert? Und die Antwort ist nein, weil Benutzer selber Inhalte darstellen. Das heißt, Konfigurationen werden exportiert. Das sind diese berühmten Konfigurations-Entities, von denen wir vorher gesprochen haben. Sowohl die als auch eben andere Konfigurationen, die eben nicht diese Entities darstellen. Aber User selber, Profildaten eines Benutzers, sind eben Inhalte und werden nicht als solches exportiert. Berechtigung schon. Ja. Was exportiert werden, wie man dieses Problem eben lösen würde, ist dann eben in Zukunft über ein Deploy dieser Daten. Das heißt, ich deploye meine Inhalte. Das ist aber ein Konzept, das nicht in Drupal Core selber abgebildet wird, sondern das über Contrib-Module aus der Community dann gelöst werden wird. Prinzipiell existiert ein Mechanismus, um Inhalte jetzt auch in dieser Form zu serialisieren. Das heißt, ich könnte Nodes ausgeben, das wird natürlich auch für Web-Service-Funktionalität und so verwendet. Es ist jetzt aber nicht von Haus aus mitgeliefert. So, jetzt es kommt der Moment der Wahrheit. Wir sind hier immer noch auf dem System, das wir jetzt gerade eben befüllt haben mit den Konfigurationen, die wir zuvor auf unserem Demo-Setup eingespielt haben. Jetzt überprüfen wir mal, ob der Inhaltstyp vorhanden ist. Und tatsächlich, er ist dort. Die Inhalte, wenn wir uns das einmal anschauen, sind aber nicht dort. Das heißt, die bisherigen Bewertungen wurden gelöscht und Sie können sich jetzt noch einmal besser überlegen. Sie könnten jetzt theoretisch auf cmi.sensations.at gehen und dort neue Bewertungen hinzufügen auf der Parallelinstanz. Der Menüpunkt fehlt. Aha, Menüpunkt wurde nicht mit exportiert. Was ist, wenn da schon in der neuen Seite, in der Live-Seite Inhalte vorhanden sind? Die Inhalte bleiben da, Konfiguration. Entschuldigung, die Frage war, was ist, wenn in der Seite schon Inhalte vorhanden sind? Genau für diesen Fall ist das System eigentlich entworfen. Es geht darum, dass man auch im Nachhinein Konfiguration einer Seite automatisch verändern kann. Ja. Das heißt, die Inhalte bleiben vorhanden. Wenn ich ein Feld hinzufüge, bekommt der Inhalt dieses Feld, der Rest bleibt aber unverändert. Ja. An dieser Stelle, der Menüpunkt wurde meines Wissens deshalb nicht exportiert, weil er Inhalt ist. Wolfgang? Kannst du das bestätigen? Menüpunkte, Menü-Links, sind die schon Config-Entities? Werden es Config-Entities? Menü-Links gibt es sowohl als Config- und Content-Entities, weil sie im Core nur Content-Entities sind. Okay. Also die Antwort von Wolfgang war, es sind eben aktuell noch Content-Entities, das heißt, in dem Fall würden sie unter Inhalt fallen und nicht unter Konfiguration, deshalb sind sie nicht mit exportiert worden. Der Menüpunkt selber, also der Link selber, ist dennoch weiterhin verfügbar unter dem Blog hier auf der Startseite Add Content. Ja, also die Funktion sollte weiterhin trotzdem abgebildet sein, nur der Link selber ist nicht da. Eine Frage? Zwei Fragen. Also. Gibt es eine Möglichkeit, den zweiten Teil des Puzzles, die Inhalte über das Interface zu exportieren und zu importieren? Und die zweite Frage ist zu den Modulen. Die Modulkonfiguration wird exportiert und gespeichert, aber die Module selbst nicht. Das heißt, muss ich mir mitnotieren, welche Module ich in der Zwischenzeit ins
installiert habe und es ist einfach möglich herauszufinden, welche Module ich nachinstalliere. Ja. Die erste Frage war, gibt es ein Interface, in dem ich die Inhalte exportieren und dann auch wieder importieren könnte? Und die zweite Frage war, ob ich mir merken muss, welche Module ich in der Zwischenzeit installiert habe und wie ich die dann eben deploye. Zu den Inhalten, also zu der ersten Frage. Es gibt in Drupal 7 ein sehr beachtliches Modul, das ist das Deploy-Modul von Dick Olson. Dieses Modul bildet eben genau diesen Use Case sehr, sehr schön ab, wo ich eben Inhalte deployen kann auf mehrere Seiten mit verschiedensten Konzepten, zum Beispiel sogar so, dass ich über einen Webservice zentral eben diese Inhalte pflegen und dann auf mehreren Seiten parallel distributen kann. Dieses Modul wird es für Drupal 8 definitiv auch geben in irgendeiner Form. Ob es genau 1:1 jetzt übernommen wird oder nicht oder ob sie neue Konzepte entwickeln werden, nach denen das funktionieren wird, das weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall dieses Modul geben und mit dem Modul werden dann Inhalte deployed werden. Durch die Veränderungen in dem Entity-System, was wir vorher schon angesprochen haben, wird es aber wesentlich einfacher gehen in Drupal 8 als im Vergleich jetzt zu Drupal 7. Kurze Antwort, nein, es geht nicht mit Drupal Core, aber es wird Module geben, mit denen wir das machen können. Ja. Die zweite Frage war, wie merke ich mir die Module? Dazu bietet Drupal jetzt im Frontend keine direkte Möglichkeit. Es gibt aber deutlich bessere Möglichkeiten, die installierten Module einer Seite zu managen, zum Beispiel Drush. Und dazu werden wir wahrscheinlich im zweiten Vortrag gegen Ende des Tages in der Entwicklungsumgebung eingehen. Und grundsätzlich, wenn ich eben diese Seiten so entwickle, würde ich, wenn ich es wirklich ernst meine, ein Installationsprofil aufsetzen. Und in diesem Installationsprofil würde ich die Module dann eben bundeln und dann eben gemeinsam mit der Konfiguration als Teil des Installationsprofils auf dem Server deployen. Das geht aber heute jetzt zu weit, das werden wir dann wann anders besprechen müssen. Gut. Und da hinten war auch noch eine Frage. Ganz kurze Frage zum Staging. Ohne in die Tiefe zu gehen, wie machen wir, wie löst ihr das bei Kundenprojekten? Er sagt, sie haben einen Live-Server und vielleicht einen Test-Server und die beiden sollten ungefähr die gleichen Daten haben, damit Tests oder wenn die sind, Live-Server anders rein, also haben Test-Server, Live-Server und so weiter. Also die Frage war, wie managen wir das Deployment von Konfigurationen in verschiedenen Umgebungen, Staging, Production, vielleicht eine Demo-Seite etc. für Kundenprojekte? Die Antwort ist, wir als wir haben natürlich schon Drupal 8 Seiten umgesetzt jetzt, würde ich selber jetzt noch nicht empfehlen, das auch für wirklich Kundenprojekte anzuwenden. In Drupal 7, da kann ich die Frage eben jetzt dann beantworten, verwenden wir dafür das Feature-Modul und auch das Konzept, dass wir auch in Drupal 7 schon immer Installationsprofile verwenden. Jeder Kunde bei uns hat ein Installationsprofil, in dem die Module gebundelt sind, in dem die Features als Module auch eingetragen sind und dadurch dann eben die Konfiguration deployed wird. Und über einen Continuous Integration, Continuous Delivery Prozess, der automatisch dann getriggert wird, werden dann diese Konfigurationen synchron gehalten. Das geht aber wirklich zu weit. Genau, die Frage hat vor allem, glaube ich, darauf abgezielt, wie gehen wir mit Unterschieden in Inhalten um, wenn das Live-System andere Inhalte hat als das Dev-System. Meiner Meinung nach, das ist eigentlich der gewollte Fall, auf den ich mich vorbereiten muss. Man darf sich in seiner Konfiguration niemals auf Live-Inhalte verlassen. Ich kann mir ein Staging-System klonen, indem ich die Sachen ausprobiere. Grundsätzlich in der Entwicklung sollte man jetzt aber nie Bezug auf Live-Inhalte nehmen, weil das ist letztendlich ein Pfad in die Verdammnis. Ja. Wo waren wir? Gute Frage. Genau, wir haben jetzt importiert. Ja. So, diese Konfiguration ist jetzt dort. Wir haben jetzt also gerade unseren aktuellen Entwicklungsstand, unseren Sitebuilding-Stand auf dem Produktionssystem eben deployed eingespielt. Vielleicht haben wir jetzt auch schon inzwischen ein paar Bewertungen reinbekommen. Ja, Tatsache, Wut, ja, von einem unserer Gäste. Na, habe ich wieder 5 Punkte bekommen. Jetzt gehen wir zurück zu unserer Demo-Seite, zu unserer Entwicklungsumgebung, auf der wir diese Feature, die wir vorhin angesprochen haben, jetzt weiter treiben werden. Genau. So, wie bereits vorher erwähnt, werden wir uns jetzt noch weiter mit Views beschäftigen. Wir sehen eben Views als zentralen Teil der Site-Building-Experience für unsere Anwender und werden jetzt dann im nächsten Schritt eine View bauen, die einen Kontext verwendet aus dem Menüpfad, in dem Fall eben den User-Kontext
und dann die Bewertungen, die zuvor eingegeben wurden, abhängig von dem Profil, auf dem ich mich gerade befinde, in einem Block darstellt und dann eben nur die Bewertungen ausgibt, die zu diesem User gehören, auf dessen Profil ich mich gerade befinde. Das bedeutet, ich kann eine Auflistung generieren, die Parameter übernimmt und ich muss jetzt nicht für jeden Benutzer eine eigene Liste seiner Bewertungen erstellen, sondern kann diese eine wiederverwenden. Und das ist auch ein sehr zentrales Feature von Views, das das Ganze sehr mächtig macht. So, an dieser Stelle werden wir jetzt eben wieder diese View generieren. Wir werden Content auflisten vom Typ Bewertung. Und jetzt eben als nächstes den Kontext definieren, auf den wir uns beziehen möchten. Wir beziehen uns auf den Kontext Vortragender und beziehen den Kontext aus dem aktuellen Pfad, nämlich dem User vom aktuellen Route-Kontext. Das ist jetzt im ersten Moment vielleicht etwas überwältigend, das werden wir jetzt aber gleich dann eben mal etwas vereinfachen und im Detail dann uns anschauen. Die View selber kann jetzt eben gefiltert werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten den Parameter definiere 1, das wäre in dem Fall ich, User 1 Administrator, der User, mit dem ich die Seite installiert habe, das war Sebastian, bekomme ich jetzt hier ausgegeben die Bewertung, die es aktuell nur für mich zutreffen. Philipp als User 2 würde hier andere Bewertungen ausgegeben bekommen. Und dieser Kontext wird jetzt aber, wenn ich auf der Seite navigiere mit dem User-Kontext, automatisch befüllt. Und das schauen wir uns jetzt an. Wir speichern diesen Block jetzt wieder. Dieser Block, dadurch, dass wir ihn in Views gespeichert haben, wurde jetzt wiederum im Block-Interface zur Verfügung gestellt, Bewertung eines Users. Und nun kann ich definieren, dass ich diesen Block anzeigen möchte, nur auf Seiten, die User irgendwas sind. Das heißt, also das sind Seiten, die den Pfad User slash und dann einen weiteren Wert haben, was in Drupal den User-Profilen entspricht. Und ich möchte eben dort in der zweiten Sidebar diese View ausgeben. Und da wir aber parallel dazu noch einen zweiten Block haben, der alle Bewertungen anzeigt, würde das unter Umständen etwas verwirrend sein. Das heißt, ich definiere in diesem Block jetzt... Der wird sowieso nur in Front angezeigt. Ach so, der wird so derzeit nur in Front angezeigt. Das ändern wir jetzt. Wir wollen ihn nicht nur auf Front anzeigen, sondern auf allen Seiten, außer eben auf der User-Profile-Page. Weil dort wird dann nur die Bewertung des explizit ausgewählten Users angezeigt. Na? So. Nein. Nein. Das ist dann etwas, das Block... Die Frage war... Ja. Die Frage war, ob es für diesen Stern, ob man da komplexere Muster mit regulären Ausdrücken oder so definieren kann. Nein, kann man nicht. Das ist bewusst einfach gehalten, damit man jetzt ohne Programmiererfahrung das also verwenden kann. Es ist aber relativ, sobald man PHP programmieren kann, ist es relativ leicht möglich, überhaupt eigene Conditions für Blöcke in PHP zu schreiben und die dann dort zu verwenden. Das ist ein wenig so die Grundphilosophie von Drupal. Das Admin-Interface ist an gewissen Stellen einfach gehalten und es gibt aber sehr viele Möglichkeiten, um in der Programmierung weitere Features hinzuzufügen. Und das sind auch genau die beiden Rollen, die dann oft in Unternehmen ausgeführt werden. Es gibt den Site-Builder, den wir jetzt mit diesem Vortrag bedienen, der Drupal zusammenbaut und es gibt den Entwickler, der dem Site-Builder Bausteine liefert, die dieser dann verwendet. Das ist so die Philosophie oder Herangehensweise. Dazu kommt, dass in Drupal 7 gibt es aktuell ein Modul, das nennt sich Page Manager. Das gibt dann eine ganze Suite an Modulen, Page Manager, Panels, Panels Everywhere, die dieses Block-Layout im Endeffekt obsolet machen und einen etwas komplexeren Ansatz verfolgen. Ein gleiches Modul ist gerade für Drupal 8 in Entwicklung, beziehungsweise diese Module werden eben portiert nach Drupal 8. Und
in diesen Interfaces von den Modulen, die wesentlich komplizierter sind als das, was wir jetzt hier demonstrieren, habe ich dann die Möglichkeit, Conditions wesentlich feiner zu kontrollieren und auch neue Kontexte hinzuzufügen. Aber auch das geht heute zu weit. Ja. So, jetzt schauen wir uns mal meine Account-Seite an. Jetzt haben wir gesehen, auf der vorherigen Seite sehe ich noch den Block mit allen Bewertungen, die aktuell eingegeben wurden. Sobald ich auf meine Seite gehe, sehe ich aber nur noch die Bewertungen, die zu meinem Profil gehören. Wenn ich jetzt aber hingegen auf Philips Profil switche, werden wir gleich sehen, dass die Bewertungen, die dort angezeigt sind, eben andere sind. Eben die, die auf seinen Benutzer abgegeben wurden. Und somit haben wir jetzt eine View erstellt, die mit einem Kontext aus der URL befüttert wird und dann abhängig von dem übergebenen Kontext eine Auflistung nach gewissen Kriterien uns darstellt. Genau. Jetzt hätte ich einen Feature-Wunsch, Sebastian. Ja, bitte. Und zwar würde ich auch gerne die Bewertung selbst da drin sehen. Ja. So, aktuell haben wir die Views so konfiguriert, dass wir eine einfache Auflistung des Titels darstellen. Das ist natürlich die Standardkonfiguration einer View, das heißt, sobald ich eine View anlege mit dem Formatter Field, wird mir hier der Titel als Feld in der View vorplatziert. Ich könnte neue Felder hinzufügen oder aber ich definiere, dass ich die Entity, den Inhalt, den ich hier darstellen möchte, aus der View-Mode-Konfiguration, die wir vorher schon einmal kurz angesprochen haben, generiere. Genau das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt statt einzelner Felder von den Inhalten den gesamten Inhalt einmal darstellen und wählen dazu aus, dass der View-Mode-Teaser dann in der Sidebar dargestellt wird. Sobald ich jetzt auf Speichern klicke, wird mir natürlich dann wesentlich mehr Inhalt in der Sidebar dargestellt, als ich eigentlich möchte. Das heißt, auch das Kommentarfeld, der Text wird dort angezeigt werden, sofern er dann auch konfiguriert ist dafür. Das ist natürlich dann wiederum etwas zu viel. Das heißt, wir werden dann gleich den View-Mode anpassen und gewisse Felder aus der Anzeige ausklammern. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das aktuell ausschaut. Wie wir jetzt hier sehen, haben wir jetzt die Bewertung des Users dargestellt als Teaser-View-Mode von dem Inhaltstyp Bewertung. Und der Kontext, das ist ein sehr schöner Beitrag hier, die Frage war. Und der Kontext, der dann dargestellt wird, die Felder, die dargestellt werden, sind dann eben konfiguriert über die View-Mode-UI. Das heißt, wenn wir jetzt zurückgehen in unseren Inhaltstyp und dort den Display anpassen, und zwar für den View-Mode-Teaser, den wir jetzt gerade in der View ausgewählt haben, haben wir jetzt hier die Möglichkeit zu definieren, welche Felder dargestellt werden. Das heißt, ich hätte gern die Sterne angezeigt, die momentan im Bereich disabled sind. Und um welchen Vortragenden es sich handelt, wissen wir in dem Fall. Das wissen wir bei der globalen Ansicht nicht. Darauf gehen wir auch gleich noch ein. Und wir wollen kein Label anzeigen. Das heißt, wir werden jetzt im nächsten Moment eine Liste einfach der... der Titel der, mit... Der ja. Achso. Nein. Ja. Na, das ist die falsche Achso, Seite. Ich bin auf CMI. Wer das noch? Ich habe es nicht mitbekommen, ich habe es einfach ausgeklammert. So. Habe ich es auch auf CMI konfiguriert? Ja, wahrscheinlich. Nein. Kann sein, dass wir die View noch dann fehlerhaft eingestellt haben. Was View-Modes uns prinzipiell ermöglichen, ist zentralisiert Darstellungseinheiten für Inhalte zu definieren, die man an verschiedenen Punkten wiederverwenden kann. Das heißt, ein View-Mode-Teaser bedeutet für mich, okay, das ist der Inhalt als Liste in einer Kurzform ausgegeben und ich kann diesen View-Mode in beliebigen Ansichten wiederverwenden, ohne dass ich ihn dort neu definieren muss. Das ist einmal der generelle Vorteil gegenüber einer Konfiguration mit Feldern jedes Mal in der View. An dieser Stelle müssen wir jedoch sagen, dass es anscheinend nicht einwandfrei funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt gerade hier anscheinend einen Bug aufgedeckt.
denn der View-Mode wird nicht hundertprozentig respektiert. Ja, wir haben es korrekt konfiguriert, dennoch werden uns hier die verschiedenen Felder mit ausgegeben. Da kann Nico dann gleich ein Bug-Report. Nein, sie werden nicht ausgegeben, das ist korrekt. Wir haben, es wird der Titel. Ist es der Titel? Das ist, es wird der Titel und die Sterne und dazwischen die Submitted Information. Die wird standardmäßig auch mit ausgegeben. Das kann man in der Konfiguration des Inhaltstyps deaktivieren. Okay. Dass das Datum und der Autor mit ausgegeben werden. Das sollten wir jetzt mal tun. Sollten wir mal tun. Das heißt, wir gehen jetzt in den Bewertungsinhaltstyp rein und definieren dort, dass die Autoreninformationen nicht mit angezeigt werden. Ja. Genau. Jetzt sind wir bei dem Ergebnis, das wir uns erhofft haben. Genau. Jetzt, um persönliche Weiterentwicklung zu ermöglichen, würde ich jetzt gern auf meinem Profil filtern können, auf Basis der Bewertung, damit ich mir nur die negativen ansehe. Und damit haben wir noch ein weiteres Feature von Views, und zwar die Filter für Benutzer im Frontend. Wir haben vorher schon die Filterkriterien uns angeschaut, als wir die Frontpage gefiltert haben und unseren Bewertungsinhalttyp ausgeklammert haben. Wir können nun einen weiteren Filter hinzufügen, der dann über das Frontend vom User befüllt werden kann. Das heißt, wenn ich jetzt gibt auch eine Suchfunktion, ja, die das aufgrund sehr vieler Felder sehr viel einfacher macht, das zu finden, was man braucht. Das heißt, ich will nach dem Field Sterne filtern. Is equal to, ist in Ordnung? Is equal to, okay. Genau, und man wählt die Option Expose. Okay, wir haben einen weiteren Fehler gefunden. Nein, das passt schon. Expose this filter to visitors. Das bedeutet, es wird uns dann gleich ein Formfeld angeboten werden, das wir dann befüllen können als Besucher der Seite, beziehungsweise eben als Benutzer mit einem Profil, um dann eben unsere eigene Bewertung innerhalb dieses Blocks filtern zu können. Sobald ich es dann. Das nicht funktioniert. Ah, das ist, weil sie bei mir leer ist, oder? Nicht? Wie geht das zum Beispiel jetzt eh, wenn ich sage, ich möchte nur der soll dann gleich ein Durchschnitt rechnen zum Beispiel. Ich habe jetzt, ich möchte zum Beispiel, das sind jetzt die beiden Vorteile, die werden auf einer Seite anzeigt, jeweils mit Bild, also nicht nur der Name abstrakt. Das ist der Bibel-Vortragender, das ist der Sebastian-Vortragender, Durchschnittsbewertung des Vortrags zum Beispiel. Das, ja, die Frage war, ob ich auch eben diese View weiter konfigurieren kann, sodass zum Beispiel dann Durchschnittswerte ausgegeben werden mit dem Titel des Autors, mit dem Titel des zu beurteilenden Vortragenden etc. Ja, das ist möglich, allerdings aktuell noch nicht funktionsfähig. Die Aggregation in Views funktioniert derzeit noch nicht. Aggregation würde dann bedeuten, ich kann eben Durchschnitte zum Beispiel ausgeben. Das hatten wir ursprünglich geplant für diese Präsentation auch, muss man aber feststellen, dass eben Aggregation selber in Views noch nicht. Da ist momentan ein Fehler, den wir während der Vorbereitung gefunden haben, weil es ist natürlich, das Beispiel mit Bewertungen schreit danach, dass man sich einen Durchschnitt ausrechnet. War jetzt leider nicht möglich, weil es zumindest jetzt in der Beta 2 nicht funktioniert. Es funktioniert in Drupal 7. Genau, ja, in Drupal 7 funktioniert. Drupal 7 funktioniert es. Und es wird auch hier funktionieren, ist nur zu diesem Moment nicht. Und was natürlich Views dann auch kann und was wir hier auch dann verwendet haben, ist, wir haben. Nein, in diesem Fall wollen wir aggregieren. Nein, ich meine jetzt bei diesem Beispiel. Filtern. Nein, ich würde jetzt gerne filtern. Ich würde mir nur die Bewertungen ausgeben, die einen Stern bekommen haben. Leider funktioniert das nicht, da das Formular nicht ausgegeben wird. Bist du dir sicher, dass das nicht daran liegt? Okay. Das heißt, diesen Schritt werden wir dann hiermit leider überspringen müssen. Was ich vorher noch sagen wollte zum Thema Aggregation und auch jetzt, das ist, sind die Beiträge von Sebastian oder die Bewertungen von Sebastian. Wir haben vorher ein Feld Entity Reference verwendet, um auf den Benutzer zu zeigen.
Das ist das Dropdown des Benutzers, das man beim Bewerten zur Verfügung hat. Und Views hat jetzt auch die Möglichkeit, dieses Feld zu verwenden, um weitere Verbindungen herzustellen. Das heißt, ich kann dann in der View sagen, stell die Relation von der Bewertung zum Benutzer her und benutze auch Daten vom Benutzer-Datentyp. Das heißt, da ist... Bitte? Ich habe es jetzt einem Sortieren gemacht. Lass mal alle anzeigen und dann sortieren wir auch. Das könnte man machen, ja, sonst fügen wir eine Sortieroption hinzu. Man kann Sortieroptionen genauso wie Filter auch auf Exposed setzen, damit sie den Benutzer angezeigt werden. Ja, man sieht, wir bewegen uns jetzt dann in dem Bereich von Drupal, der noch nicht ganz vollständig ist. Oder von Drupal 8. Auch da wird das Formular noch nicht ausgegeben. Okay. Gut. Also anscheinend ist die Formularausgebefunktion jetzt in der Beta 2 nicht funktionsfähig. Es hat in der Beta 1 leider schon funktioniert. Das ist schade. Können wir das also nicht demonstrieren. Stattdessen werden wir jetzt demonstrieren, wie weitere Feldtypen an den Content Type angehängt werden können. Und zwar, wie bereits erwähnt, werden diese Feldtypen von Modulen bereitgestellt. Ja, und da wir jetzt schon so viele nette Bewertungen bekommen haben, würden wir bei den negativen auch gerne zurückrufen können. Deswegen aktivieren wir das Modul Telefon, das nichts weiteres tut, als ein spezielles Feld vom Typ Telefonnummer bereitzustellen, das wir dann in unserem Inhaltstyp verwenden können. Jetzt habe ich gerade dieses Modul eben aktiviert. Im nächsten Schritt fügen wir jetzt eben den neu zur Verfügung gestellten Feldtyp hinzu, vom Typ Telefonnummer. Wir können auch hier wieder darum definieren, ob das Feld ein Pflichtfeld ist. Natürlich ist es ein Pflichtfeld. Und haben jetzt eben ein weiteres Feld, das wir über ein neues Modul, das wir jetzt gerade aktiviert haben, hinzugefügt haben. Auch hier können wir wiederum den Form-Display anpassen. Das heißt, wir nehmen die Telefonnummer ganz nach oben. Und können auch wiederum hier anzeigen, dass natürlich für jeden User unserer Seite sichtbar die Telefonnummer eines jeden Bewertenden dargestellt wird. Bitte nicht nachmachen. Und wenn wir jetzt dann eben einen von den bereits... Ha, wer war das? Können wir das einmal ranzoomen, bitte? 3 ist. Könnten wir jetzt hier natürlich eine Telefonnummer eintragen. Die muss natürlich nicht echt sein. Ups. Das war in dem Fall eine Bewertung für Philipp. Das heißt, wir werden uns jetzt User 2 noch einmal anschauen. Und sehen jetzt dort die Telefonnummer. In diesem Fall übernimmt auch das Telefonmodul die richtige Ausgabe der Telefonnummer. Das heißt, sie wird als Telefonlink ausgegeben, die auch von einem Handy zum Beispiel richtig interpretiert wird. Genauso wie das Eingabefeld auch ein Telefon-Number-Field ist, das auf einem Handy zum Beispiel die Zahleneingabe triggert. Ja, und wir haben auch wieder schon die Zeit erreicht. Das heißt, wir können jetzt noch eine kurze Runde an Fragen machen, sofern welche existieren. Der Stärke hat man nicht hin. Der da, ja. Deswegen hat es nicht funktioniert. Okay, haben wir Fragen? Bitte. Die Blogs
sind findable. Ah, genau, das ist ein Punkt, zu dem wir noch kommen wollten. Was ist der Use Case? Der Use Case ist der, also die Frage war, oder die Aussage war, Blocks sind findable. Ja, das ist eine Neuerung in Drupal 8. Blocks sind nun, oder Custom Blocks eher gesagt, sind nun findable. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, eigene Blocktypen, Custom Blocktypen zu definieren und Felder anzuhängen. Was ist der Use Case? Ein Use Case, diese Frage wurde gerade vorhin auch schon draußen gestellt. Ein Use Case wäre, ein Beispiel zum Beispiel, ich habe einen Banner-Block. Ich möchte auf der Seite, auf verschiedenen Seiten, auf verschiedenen Unterseiten unterschiedliche Bilder für unterschiedliche Banner präsentieren. Zuvor hätte ich dort für einen Inhaltstyp vielleicht angelegt, einen Bild-Inhaltstyp oder einen Banner-Bild-Inhaltstyp, den ich dann mittels einer View ausgegeben hätte und dann zum Beispiel mittels JavaScript zu einer Slideshow umfunktioniert hätte. In Drupal 8 habe ich jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel eben diesen Custom-Block dafür zu verwenden und dann eben einen Block mit einem Multi-Image-Field zu definieren, einen Blocktyp mit einem Multi-Image-Field, mehrere Bilder dort hineinzuladen und diesen Banner-Block, den ich dann erstellt habe, ohne Views irgendwo auf der Seite zu platzieren, abhängig von den Sichtbarkeitsregeln, die ich dann wiederum definieren kann. Alternativ könnte ich dann natürlich weiterhin auch ein Bild-Content-Type verwenden und den dann über Entity-Referenz einbeziehen. Da sind dann die Möglichkeiten unbegrenzt. Der wichtige Unterschied dazwischen ist, dass ein Node oder ein Inhalt eine URL hat und direkt angesprochen werden kann und ein Block nicht. Das heißt, ein Block ist immer nur ein Teil einer Seite und wenn ich jetzt die Lösung in Drupal 7 mit einem Node-Type-Banner-Image, also den Weg wählen würde, dann müsste ich zusätzlich auch noch sicherstellen, dass diese Banner-Images nicht direkt über die URL angesprochen werden können. Und das ist dann ein Fehler, der zum Beispiel oft passiert, der in diesem Fall nicht auftreten kann. Die Frage war, ob View-Modes automatisch hinzugefügt werden können oder ob das nach wie vor über eine Code oder Module verfügbar ist. Nein, View-Modes sind jetzt wirklich Display-Modes genannt und es können beliebig viele für jeden Inhalt, für jede Entity definiert werden. Das heißt, ich könnte jetzt hier eben einen neuen, spezifischeren Teaser-View-Mode hinzufügen, den dann wiederum konfigurieren und in Views verwenden als Ausgabemodus. Das gleiche geht auch für diese Form-Modi eben. Ich habe jetzt die Möglichkeit, auch die Eingabeformulare in mehreren Instanzen verschieden darzustellen. Ich kann zum Beispiel von einem komplexen Inhaltstyp ein vereinfachtes Eingabeformular, wo nur die wichtigsten Daten vorhanden sind, das ich sozusagen als Wizard anbieten will, erstellen, mit dem man sehr schnell den Inhalt anlegt und dann vielleicht später weiter bearbeiten kann. Also man kann verschiedene Formulare bereitstellen auch und es damit seinen Benutzern noch einfacher machen, damit umzugehen. Keine weiteren Fragen? Dann würde ich ja. Doch. Eine Frage zu den Konfigurationen. Was ich sehe, mit dem ersten Zettel ist irgendwie synchronized. Ist das jetzt wieder so gedacht, dass ich sozusagen zwei Seiten, eine Live-Seite und die Development-Seite, wenn die gleich konfiguriert sind, die gleichen Module, dass ich dort sozusagen etwas ausprobiere? Nein, die Frage war grundsätzlich, es gibt auch den Tab Synchronize. Wozu ist der da? Damit die Konfigurationen selbst werden auf der Festplatte in einem Ordner als Dateien abgelegt. Und grundsätzlich zeigt mir dieser Synchronize-Tab den aktuellen Zustand, wie sehen die Dateien auf der Festplatte aus und wie ist mein System tatsächlich konfiguriert. An dieser Stelle kann ich dann auch zum Beispiel bestimmte Konfigurationen zurücksetzen auf den Stand, wo sie vorher waren. Und das hat dann vor allem den Sinn, dass man jetzt in einer professionellen oder automatisierteren Umgebung nicht dieses Full-Import-Export mit ZIP-Datei hinunterladen und wieder wo hochladen verwendet, sondern man könnte die Konfigurationsdateien selbst auch in einem Versionskontrollsystem haben, das dort am Live-System erst einmal auschecken und die aktuelle Version ins Dateisystem spielen und dann mit dem Synchronize-Tab dediziert sagen, okay, diese Konfiguration möchte ich übernehmen, diese und diese oder alle auf einmal. Das heißt, es bietet einfach die Möglichkeit, direkt mit dem über FTP und nicht über ZIP-Dateien die Konfigurationen zu überspielen und wieder zurückzusetzen.
Ja? Kann man sagen, dass das, was wir das Computer die Features tun macht, dass das damit Core ist? Die Frage ist, ob damit Features in Core abgedeckt ist, also das Features-Modul aus Drupal 7, die Funktionalität hiermit vorhanden ist. Nein, nicht ganz. Es ist teilweise, also es ist grundsätzlich, das Features-Modul wurde ursprünglich dazu konstruiert, um Funktionspakete zu erstellen, die man wiederverwenden kann und einfach auf Seiten installieren kann. Es wurde dann aber sehr viel dazu verwendet, in Drupal 7 noch, um wirklich die ganze Seitenkonfiguration vom Development ins Live-System übertragen zu können. Genau diesen Use Case deckt Configuration Management jetzt ab. Man kann die gesamte Konfiguration einer Seite von Development in Live schieben, ohne dabei Inhalte zu überschreiben. Was aber CMI in der Core-Funktion nicht kann, ist Einzelpakete erstellen. Das heißt, ich kann nicht ein Konfigurationspaket Bewertungssystem erstellen, wo dieser Inhaltstyp vorhanden ist und die Views, die wir dazu verwendet haben, und das auf einer komplett anderen Seite installieren. Das kann CMI nicht. Ja? Ja. Frage ist, können Module dieses Konfigurationssystem nutzen? Ja, können sie, und es wird auch sicher Lösungen geben, die genau das, diesen Use Case dann anbieten, aber es ist nicht in Core vorhanden. Das Features-Modul wird in Drupal 8, das steht hier auch auf der Seite, das habe ich gerade einmal geöffnet, das Features-Modul für Drupal 8 wird im Endeffekt diese Bundle-Funktion, diese Paketbaufunktion für oder basierend auf CMI abbilden. Okay. Also das Schaffen von Konfigurationspaketen wird eben über Features in Drupal 8 dann abgebildet. Und Konfiguration grundsätzlich kann einerseits an den bekannten Orten in einem Sites Directory abgelegt werden. Es kann aber auch in einem Profil abgelegt werden. So auf die Art und Weise funktioniert aktuell die Default-Installation beim Standard-Installationsprofil. Diese ganzen Konfigurationen, die wir hier jetzt auf der Seite schon hatten, als wir die Seite initial installiert hatten, die kamen über die Konfigurationen, die im Standard-Profil abgelegt waren. Genauso kann ich aber die Konfiguration auch in meinem Modul ablegen. Die Frage war, was mit Custom oder mit benutzerdefinierten Eingabefeldern ist, ob ich oder wie ich Eingabefelder selber benutzerspezifisch dann eben anlege. Es gibt ein neues Field API, es gibt auch ein neues Field Widget API. Das ist dann eben Modulentwicklung in dem Moment. Ich weiß nicht, ob vielleicht Wolfgang das in seinem Talk später auch noch anspricht, wie man eben Field-Typen an, eher nicht. Es ist im Endeffekt ein Developer-Task. Also das Anlegen von neuen Feldelementen, von neuen Feldtypen ist ein Development-Task. Es ist in Wirklichkeit auch jetzt ein neuen Feldtyp. Bezieht sich ja nicht nur, was für ein Formularelement sehe ich, sondern wie wird das validiert, wie wird es in der Datenbank abgelegt. Das ist eine komplexere Angelegenheit, die jetzt für ein grafisches Interface vermutlich zu komplex wäre. Wobei es aber auch in Drupal 7, das muss man dazu sagen, Module gab, die ähnliche Funktionen abgebildet haben, wo ich dann eben zum Beispiel Field Collection hatte, wo ich mir Felder aus mehreren anderen Feldern zusammenbauen konnte, die dann wiederum als ein gebündeltes Feld zur Verfügung standen, dass ich dann auf einem Content-Type zum Beispiel einbinden konnte. Das sind auch Bereiche, die sicher für Drupal 8 umgesetzt werden. An diesem Punkt sind sie jedoch noch nicht vorhanden. Okay, dann schließen wir hiermit ab. Eine Minute vor Schluss. Und vielen Dank. Dankeschön.